Es gibt 6 neue Aufträge obendruf. Willkommen zurück bei Super Mario Maker 2. Ja, und so wie es aussieht, können wir einen Clown-Kutschen-Special-Part machen heute. Und mal gucken, ob noch Clown-Kutschen-Sachen dazugekommen sind. Große Käfer-Attraktion? Nein. Mehr Münzen? Nein. Flucht aus der Wirbelwindhöhle? Nein. Ritt auf der Kanonenkugel? Nein. Windiger Wolkenausflug? Nein. Donut-Wettessen? Alles cool. Gut, aber ich will meine Clownkutsche. Es geht nicht ohne meine Clownkutsche. Mit der Clownkutsche, da bin ich eins mit. Münzausflug? Oder Nachtflug? Wir machen erstmal den Nachtflug. Komm, in meiner neuesten Attraktion kannst du einen aufregenden Nachtflug mit der Feuer Junior Clownkutsche erleben. Sollten dir harte Blöcke im Weg sein, halte Y gedrückt und zerstöre sie mit riesigen Feuerbällen. Wenn du ins Ziel kommst, gibt es einen Preis, falls du ins Ziel kommst. Besiege alle Bowser. Bowser? It's from Bowser! Oh, oh. New Super Mario Bros. Oh, mit Mario Galaxy Musik. Da, di da, di da, di da, di da, di da. Da, 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 hey, Goomba. Ja, ich hau euch jetzt Feuerbälle um die Ohren. Ich kann nicht gut singen, drum tu ich hier spinnen. Denn ich bin ein Volltrottel, der gerne Super Mario spielt. Ja, Super Mario Galaxy. Da war ich irgendwie viel besser als hier. Oh Gott. Echt? Ich muss das ja wohl auch mit der Clownkutsche machen. Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Es ist doch ein Clown-Kutschen-Special-Part. Also machen wir das auch nicht ohne. Das geht ja auch nicht ohne. Aber das Level hier, das ist nicht so ganz ohne. Das habe ich vorhin gar nicht mitbekommen, dass der Goomba so schreit. Das passt aber. Er müsste eigentlich nicht Goomba schreien, aber ist egal. Er darf es auch anders sagen. Mein Leben. Nein, okay. Oh, mein Unleben, meine ich. Aber wir sind hier nicht bei South Park. Danke, ich will meinen Pilz. Dann will ich hier hoch. Und irgendwann will ich dieses Level dann auch noch schaffen. Aber das ist Zukunftsmusik. Huh, ich sehe erst jetzt, wir haben ja ein feuriges Zeitlimit. Huh. Oh, ich muss mich beeilen. Scheiße, jetzt bin ich meine Feuerpower. Oh, ja, meine Feuerpower ist wieder da. Bowser. It's from Bowser. Er ist riesengroß. Und er kriegt ordentlich eins auf die Glocke. Ah, shit, nein. Charged Unlocked Shots. Charged Unlocked Shots. Komm, es gibt den Hit plus 10. Gegen Bowser. Wie geht es wohl schneller? Wie viel hält der aus? Okay, nicht so viel, wie ich dachte. Gut. Ah, ordentlich Zeit. Sehr schön. Okay, prima. Das war eine coole Mission. Das hat Spaß gemacht. Bravo! Bravissimo! Und 200 Münzen obendruf. Brauchen wir die jetzt überhaupt noch? Wer weiß. 3 Missionen noch. Dann ist auch dieser Turm fertig. Oder? Oder kommt da noch das... Nee, das Dach kommt noch, ne? Ich bin noch nicht ganz fertig. Egal. So, wo war das zweite nochmal? Da. Hier, Münzausflug in der Clownkutsche.
Ich erforsche gerade das Flugverhalten der Clownkutsche. Dazu bräuchte ich einen Testpiloten, der in einer Clownkutsche 50 Münzen aufsammelt. Wenn dabei andere Verkehrsteilnehmer in die Bahn geraten, einfach wegschubsen. Wie im echten Leben. Dr. Wunderlich, Sie sind sehr wunderlich, das muss ich definitiv sagen. Christian Wunderlich ist völlig wahnsinnig geworden. 50 Münzen oben, oh, endlich mal Super Mario Brothers. Das ist, oh yeah, man. Das ist aber nicht die Clownkutsche, die ich mir nehmen soll, oder? Hier kommt einer. Oh shit. Ich komme aber nicht ran. Und wieso werde ich nicht vom Propeller der anderen einfach zerfetzt? Okay, shit. Oh, 50 Münzen in der Zeit wird schwierig. In der noch verbleibenden Zeit. Oder? Wie komme ich denn daran? Ich könnte theoretisch den Bullet Bill das bestimmt kaputt machen lassen oder so, oder? Na, egal. Ja! Das nehme ich einfach mal mit. Ich hoffe, dass ich auf diesen Zehner da hinten nicht angewiesen bin. Aber das werden wir gleich sehen. Das sieht ja stark danach aus. Hier ist noch eine einzelne. Also werde ich darauf angewiesen sein, oder? Bullet Bill! Oh, nee, du fliegst durch. Dann muss ich vielleicht... Ja, selber das erledigen. Ist ja auch kein Problem, ne? So, wir haben noch genug Zeit! Wir haben noch genug Zeit! Hey, Goomba! Ey, fick... Goomba! Du miese Ratte! Du miese Ratte, du! Oh, Mann! Okay, das war jetzt fast schon ein bisschen zu leicht. Sagte der, der nur noch ein paar Sekunden übrig hatte. Und beinahe von einem Goomba daran gehindert worden wäre, sein Ziel zu erreichen. Aber egal. Es fehlt nicht mehr viel. Die Kanone ist fertig. Die ist ganz wichtig. Die Prinzessin muss sich ja verteidigen können. Was sie irgendwie nie tut. Aber egal. Ja! Was haben wir denn noch? Gelb, rund, wütend. Das klingt so gut, das will ich einfach mal ausprobieren. Heute erwartet uns ein bedeckter Himmel mit Aussicht auf Fleischbällchen. Wir empfehlen, die Wolkenschicht zu nutzen, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. Die Meteorologin. Oh yeah, Super Mario Brothers! Sie ist gelb, sie ist rund, sie ist wütend. Die Sonne, so wie wir sie kennen. Besonders letztes Jahr, boah, war die da wütend. Da war sie richtig heiß, Herr Lustig. Tja! Aua, das hat wehgetan. Oh, Goomba. Oh, du bist ein bisschen groß geworden, mein Freund. Oh, du bist ein bisschen in zwei geteilt worden, mein Freund. Oh, ich krieg ein Power-Up, mein Freund. Ja, komm, mach einfach. So. Du triffst mich nicht, du interessierst mich gar nicht. Du existierst gar nicht für mich, liebe Sonne. Ich kümmere mich lieber um Maulwürfe, Goombas. Maulwürfe mit Fallschirm, das ist meine Lieblingsart von Maulwürfen. Die mag ich... Oh! Akro-Maulwürfe mit Fallschirmen sind natürlich nochmal viel cooler. Oh, Wolken! Oh, gut, dass ich die im letzten Moment noch gesehen habe. Ich wollte schon fast in den Abgrund springen. Und da ist ein Checkpoint und wir gehen rein hier. Oh. Links, rechts, links, rechts. Ich gehe mal rechts. Und natürlich dahin, wo keine Münzen sind. So mag ich das. Oh, cool. Juhu! So, mal gucken. Ich kann zumindest durchdrehen jetzt. Als Waschbär Mario. Oh Gott. Und das ist das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat. Waschbär Mario ist das Schärfste, was Ihre Majestät zu... Ja. Ich weiß nicht. Manchmal...
reihe ich einfach random Wörter aneinander, wenn mir nichts Besseres einfällt. Das ist mein Kommentarstil. Seit 2010. Okay, cool. Könnt ihr mitleben, oder? Einige von euch leben ja schon sehr, sehr lange damit, oh Gott. Oh, ich bin draufgekommen. Ich bin gerade echt draufgekommen. Und jetzt? Röhre! Herr Röhrig! Yahoo! Schade, eine Münze, ich komme nicht ran, das ist mir egal. Wir haben das beim ersten Versuch geschafft, das ist das Wichtigste. Wow! Ah, Super Mario Bros. 3. Wir hatten viele Probleme hiermit schon, aber ich mag es. Und das war ein schönes Level. Prima! Die Ostflügeltore sind fertig, aber das Dach steht noch nicht. Sieht jetzt richtig doof aus, die Türme rechts und links, weil bei dem einen das Dach fehlt. Wenn das Monk sehen würde, ey. Er würde ausrasten. Er würde Amok laufen im Pilzkönigreich. Erster Aufzug, Licht aus, spot on. Mehr Münzen. Das klingt auch schön. Ritt auf der Kanonenkugel klingt allerdings am coolsten. Das machen wir. Ich habe die Luftgaleere meiner Träume gebaut. Möchtest du bei der Jungfernfahrt dabei sein? Denk aber dran, beim Zieleinlauf freundlich zu lächeln. Mach ich doch immer. Ich lächle immer freundlich. Ich kenne das gar nicht. Also wie soll man denn auch böse lächeln? Nicht, dass das nicht gehen würde, aber... Präzision ist gefragt. Präzision. Bitte einmal kurz das Feuer einstellen. Ha! Ha, hier, Knopfzong! Hahaha! Oh Gott. Die Münzen sind mir irgendwie gerade komplett scheißegal. So wirkt das zumindest. Ja. Oh, hey! Also heute sind die Maulwürfel besonders aggro. Ach, shit. Ich sehe jetzt erst, da ist ja eine Brücke drüber. Was ist das denn für Physics hier gerade von der Kanonenkugel? Das ist sehr interessant. Oh Gott. Ich habe Angst. Ja! Aber ich habe nicht nur Angst, ich habe auch einen Checkpoint. Und damit kann nun wirklich gar nichts schief gehen. Oh. Solche Sprünge liebe ich. Sie klappen nur nicht immer. Aber grundsätzlich liebe ich... Oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh je. Yeah. Mario Time. Und jetzt? Nein. Ich war der Typ, der gerade behauptet hat, solche Sprünge liebe ich. Bleib ich da stehen? Das darf nicht wahr sein. Es sah so gut aus bis hierhin, was ich gemacht habe. Oh. Egal. Das kriegen wir hin. Weil ich sehe es kommen. Irgendwann haut so ein Sprung mal nicht mehr hin, wenn ich es brauche. Deswegen war ich froh, dass die beiden jetzt beim ersten Versuch geklappt haben. Dann versage ich sowas von. Direkt hinten dran. Hier, das ist vor sowas habe ich eigentlich einen heiden Respekt. Oh shit. Ah. Kann ich bitte noch ein Power-Up bekommen? Nein, ich will mein Ziel bekommen. Zieleinlauf! Yeah! Oh yeah! Mario Time! Mario Time! Mario Schwein! Okay. Einer geht noch? Oder wie sieht's aus? Oh, ich könnte übrigens mal mit dem neuen Bauabschnitt beginnen, ne? So langsam nimmt das Schloss wieder
Form an. Ja, man müsste ein neues Wort erfinden, um zu beschreiben, wie perfekt das geworden ist. Wie wäre es mit Wunderstaun Fantastoprechtis? Du bist nicht lustig. Immer noch nicht. Genau wie ich, wir haben so viel gemeinsam, Toadette. Lass uns gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten. Okay, das Dach. 85%. Aber was kommt dann am Ende noch? Das macht ja jetzt nicht 15% aus. Gut. 7 neue Aufträge obendruf. Gucken wir sie uns mal an. Bob, Oms und Mümünzen. Das Steinquader, nicht schon wieder Steinquader. Und da, okay, hier 4 Sterne Steinquader. Erinnert ihr euch noch an den 1 Stern Steinquader? Das war übel. Eiszapfenspielplatz. Hopsmaus Mietshaus. Richtige Weichenstellung. Bodenständige Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt. Die umrankte Festung Himmelfahrt. Und die Kettenhunde sind... Nein, das machen wir nicht. Also noch nicht. Also irgendwann vielleicht. Also, Parakäferflüsterer ist auch nicht schlecht. Donut-Wettessen. Mehr Münzen wollte ich ja noch machen. Genau. Na, wer möchte sich heute zu meiner Unterhaltung zum Narren halten lassen? Die Aufgabe ist ganz einfach. 100 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Die Cheep Cheeps und Blueberry sollten dabei nicht allzu hinderlich sein. Hoffe ich. Dagobert Duck, das machen wir. Oh yeah. Münzen. Beziehungsweise alle. Wir dürfen keine auslassen. Das könnte das große Problem an dieser ganzen Geschichte sein. Da haben wir uns ja doch am Ende nochmal... Es könnte ein bisschen langatmiger werden. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt noch. Das ist ja nicht, dass es ein super, über, mega, über... hammermäßiger Überlängenpart wird. Das wollte ich ja jetzt auch nicht mehr. Mehr Münzen, das klang für mich so... wie mehr voller Münzen und du musst mal wieder eine bestimmte Anzahl in 30 Sekunden sammeln oder so. Während du durch einen engen Unterwassertunnel schwimmst. Das ist so klang das für mich und ich hatte gehofft, das wäre jetzt ein bisschen kürzer. Habe ich da hinten jetzt schon Münzen liegen lassen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ne? Vor lauter Labern. Wir werden es feststellen. Oder soll ich zur Sicherheit nochmal zurückschwimmen? Noch hätten wir Zeit. Aber ich... Nee, komm. Nee. Wir probieren es jetzt erstmal. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann haben wir uns zumindest das Level schon mal angeguckt. Das muss man ja auch mal so sehen. Gesammelt. Nur die da unten darf ich jetzt nicht vergessen. Vor lauter Riesen-Squid. Oh Gott. Ich will wieder Splatoon-Spiel. Also werde ich, also was ich auf jeden Fall... jetzt schon sagen kann, ich denke, zum letzten Splatfest, was kommen wird, wird es auch auf diesem Kanal nochmal was geben. Ich habe ja damals irgendwie gesagt, ich will vielleicht die restlichen Modi noch zeigen. Das habe ich dann nie getan, weil es mir dann irgendwie auch... Es war mir relativ egal, es kam so wenig Feedback bei Splatoon 2, dass es mir tatsächlich relativ egal war, ob ich da jetzt noch weitermache oder nicht. Es hat auch nie wieder einer nachgefragt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Splatfest-Folgen, dass die auch nicht besonders gut ankommen würden. Und Splatoon ist mir so wichtig, dass ich damit überhaupt gar nichts Negatives verbinden will, irgendwie sage ich mal. Und wenn ich mich jetzt darüber ärgere, oh, das waren ja so wenig Aufrufe oder wenig Kommentare oder was weiß ich was, ist das immer ein bisschen blöd. Deswegen habe ich gesagt, okay, Splatoon 2 will ich wieder für mich haben, ganz alleine. War bei Splatoon 1 auch so, das habe ich auch komplett für mich alleine genossen und das war schön so und so ist das bei Splatoon 2 jetzt eigentlich ja auch. Wobei ich es monatelang liegen lassen musste, weil ich Nintendo Online halt nicht hatte und dann halt wieder aus Splatoon 1 gegangen bin. Wo halt das noch nicht kostenpflichtig war mit dem Online-Modus. Aber jetzt habe ich ja Nintendo Online und spiele aus Splatoon 2 wieder. Und da wird zum Splatfest wird nochmal was kommen. Gut. Auf jeden Fall. Ich liebe Splatoon. Wollte ich an der Stelle nur nochmal loswerden. Gut, alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.